Eine Woche im Leben einer kreativen Seele. Hallo, Mama, ich bin's mal wieder. Ich hatte noch ein bisschen Platz in meinem Fimo-Ofen und dachte mir, ich arbeite noch mal ein paar kleinen, für mich einfacheren Statement, Schmuckanhängern. Hier sieht das Muster aus und ich habe mich für dieses Stanzteilchen entschieden. Und da habe ich hier einfach mal ein paar Schmuckanhänger ausgestanzt. Ich mache immer zuerst mit dieser Plastikfolie drüber, damit das Ganze ein bisschen gewölbter aussieht. Und zum Schluss habe ich mir den restlichen Ton mal wieder so ein paar Perlen gemacht. Ich habe dieses Gerät ewig nicht mehr benutzt, deswegen habe ich ein bisschen gebraucht. Und zum Schluss habe ich natürlich mal wieder Fotos gemacht. Es geht heute kurz weiter mit dem Pool-Projekt. Dieses Teil hier muss ich leider austauschen, denn es ist undicht. Ich werde es also wieder für den Teich benutzen. Da stört es ja nicht, wenn es so ein bisschen undicht ist. Aber für einen Pool ist es doof, wenn da ständig Wasser rauskommt. Deswegen wird das jetzt erstmal abgebaut. Denn heute oder morgen Nachmittag kommt schon der Ersatz. Also ja, hier ging viel Arbeit für die Anschlüsse drauf. Alles umsonst. Aber nun ist es ab. Und bis der neue Filterkasten da ist, habe ich mich jetzt in den folgenden Aufnahmen den Loch gewidmet und den Einsätzen. Und ich bin so stolz auf mich, deswegen muss ich das auch in diesem Videoformat mit euch teilen. Denn vielleicht will ich euch einfach nur damit sagen, wenn du was machen willst, trau dich, mach's einfach, probier es. Durchlauf, wie ich dieses Loch für den Pool vorbereitet habe, für das GFK-Becken. Das Loch ist fertig. Jetzt muss noch der Pool sauber gemacht werden. Und da dürfte mich natürlich auch mitnehmen. Und gerade eben hat auch der Postbote geklingelt und hat schon das neue Filtergehäuse gebracht. Ich freue mich, da kann ich damit heute auch schon anfangen. Und da war heute ein richtig produktiver Tag für den Poolbau. Dann wurde hier ein bisschen Möchtegern-Kärchern betrieben und ich war sehr überrascht, dass das noch sehr gut sauber zu machen ging. Und mit ein bisschen Reinigungsmittel ist das Ding wieder richtig schön sauber geworden. Da ist Wasser drin. Ich habe jetzt gerade auf Cam noch ganz schnell die letzten Verschlüsse gemacht. Das ist ja im Video doch immer nicht so spannend. Und ich habe gerade ein bisschen Technik läuft, Wasser ist drin, alles ist dicht. Jetzt kommt nur noch so ein bisschen das Gestalterische. Aber das hat jetzt nicht mehr so die oberste Priorität. Hauptsache es steht erstmal alles, es kann gebadet werden. Und ich bin sehr happy, dass es so geklappt hat. Hier habe ich dann die versprochene Mold für eine Freundin angefertigt. Beziehungsweise eben erstmal den ersten Schritt zum Moldgießen angefangen, nämlich das Hinlegen und Kleben. Und jetzt muss es eben erstmal trocknen. Hier ging es dann nochmal ins Gewächshaus an meinen Bastelschreibtisch. Zu Hause wurden dann nochmal ein paar etwas andere Schmuckstücke kreiert und es wurde mal wieder ein bisschen lackiert. Hallo, für mich geht es jetzt hier in der ehemaligen Brombeerhecke weiter. Ich habe Rindenmulch besorgt für den Boden. Los geht's! Mama, das sieht doch schon viel besser aus. In die Brombeerenecke hinten rein soll ein kleines Gerüst für meine Klettererdbeeren. Und das bastel ich jetzt aus dem Bambus. Hier sollen jetzt die Bambusse hin.
praktisch dann als Ranghilfe zum Gewächshausdach für meine Klettererdbeeren. Und ich habe zwar Klettererdbeeren, aber sie können momentan nirgendwo dran klettern. Und dann haben wir auch gleich nochmal ein bisschen Sichtschutz zum Nachbarn. Auf geht's. Ich hoffe, dir geht es hier nochmal weiter im Gewächshaus. Mein Ziel ist es, dass ich heute mit diesem Schreibtisch fertig werde, unter anderem. Also wünsche mir Glück. Ich habe es off-cam tatsächlich geschafft, ein bisschen Ordnung zu machen. Und da habe ich dann gleich noch die kleine Insektentränke lackiert, die ich letztes Jahr angefangen habe zu basteln. Und zu Hause am Schreibtisch angekommen, ging es dann gleich nochmal weiter mit ein paar Schokostreuseln anbringen an den Schwarzwälder Kirschtörtchen. Und die nächste Mold wurde gegossen. Ich hoffe, die hat